Und damit willkommen zurück zur letzten Folge dieser Woche. Wir begeben uns mal ans Gras werfen, ans Schneiden natürlich, nicht ans Werfen. Wir wirften hier mit Gras um sich. Die Sarah ist am Pflügen. Da seht ihr. Klappt trotz Rea, da hatte ich ja meine Befürchtungen. Vorwärtsgang, wenn er rückwärts fahren will, ist klar. Und direkt schön auf Schwarz. Optimal. Optimal. Und jetzt, ja, fahren wir hier mal ein bisschen rund. Na cool, wo will der denn hin? Wo will denn unser Hundi hin? Wo will denn unser Hundi hin? Er ist wieder unterwegs. Er ist wieder immer unterwegs, der Kerl. Bleib. Plöpp, Riesenhaufen gelegt. Immer diese großen Haufen, ey. Oh wei, ich merke schon. Ich merke, wir haben Rea aktiv. Das wird ein bisschen dauern. Das wird dauern. Man macht nichts. Die Sarah quält sich auch mit dem Flug durch. Und dem Bührer. Also macht das gar nichts. Dann macht das doch gar nichts. Wir lassen einfach laufen. Naja, rollen. Naja, was auch immer. Passt, danke. Warum ich den Kurs nicht speichere, kann ich euch übrigens ganz einfach verraten, weil ich diese zwei Feldflächen auch noch kaufen möchte und die verbinden will. Weil Bauland sehe ich hier unten in der Ecke jetzt sowieso nicht bei uns. Wir haben auch noch ein bisschen Platz auf dem Hof. Und da sehe ich das einfach nicht. So wie es aussieht, ist Sarah echt schneller wie wir. Die fährt wenigstens ganze 10 km/h, 11. Und ich habe immer noch nie das Sonderboot nach den Angeboten geguckt. Egal, können wir auf der nächsten Bahn rauf. Das dauert sowieso ein bisschen, bis wir die hinter uns haben. Ja, hier vorne in der kleinen Ecke hatte ich mal angetestet, ob das noch funktioniert mit dem Bührer. Nicht gut, aber geht. Sagen wir es mal so. Sagen wir es wirklich so, es funktioniert. Gut ist anders. Aber das ist, denke ich, klar. Fahren wir unten ein Vorgewende. Obwohl, ne, fahren wir nicht. Wir fahren trotzdem mal rüber. GPS-Bahn ziehen. Verkehr haben wir ja im Moment aus und selbst wenn wir Verkehr hätten, könnten wir den abpassen. Beim Drehen mit dem Ladewagen.
Das wäre mich fast gedacht. Dass die GPS-Bahn natürlich jetzt nicht so oft reinpasst, aber das ist egal. Da kommen wir aber auch oben nicht dran vorbei. Na, was haben wir denn? Ein Köckerling Vector haben wir. 200 noch was PS. Landini. Was haben wir hier so gerade? Das ist alles nicht der Rede wert. Wir können es mal versuchen, aber da kommt ja nicht viel bei rum. Ansonsten könnten wir theoretisch auch den Ballenanhänger verkaufen, weil den Landini hätte ich ehrlich gesagt schon gerne. Ja, das machen wir auch so. Wir verkaufen jetzt gleich den Ballenanhänger. Den verkaufen wir aber eben hier drüber. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja toll, was hat der Langdini gekostet? Ja, komm. Oh oh. Uns fehlen 6.000. Tschüss, zählt doch. Boah, jetzt fehlen uns immer noch jetzt. Das gibt's nicht. Ne, den Ballenspieß behalte ich noch. Mann, ey. Und er hat jetzt in der Ausführung 190 PS, ist aber okay. Den können wir ja noch aufrüsten mit allem. Ich meine, hässlich ist er trotzdem wie die Nacht gerade. Aber an für sich unser erster moderner Schlepper. Unser erster etwas modernerer Schlepper. Auch nicht verkehrt, mal einen zu haben. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt natürlich ein paar Sachen verkloppen musste. Ich hätte einfach gucken können, was wir im Lager haben. Und davon eben mal was wegbringen. Dann müssen wir bei der nächsten Ernte, wenn jetzt kein Wunder geschieht und gut Geld reinkommt, wohl oder übel mit Steinen leben. Dann müssen wir wohl oder übel in der nächsten Ernte mit Steinen leben. Aber das kriegen wir schon hin. Das passt schon. Also das passt auf jeden Fall irgendwie. Ich habe ja noch Sachen im Lager, die ich verkaufen kann. Rapsverkaufzeit kommt, glaube ich, auch noch. Und dann haben wir ja auch ein bisschen Raps zum Einlagern. Ich kann die Frage nur immer wieder stellen, sollen wir mit Seasons spielen, was aber aktuell auch sehr viel Leerlauf beinhalten würde. Für mich sehr viel Spulerei, oder lassen wir so, wie es ist und wir gucken, wie wir es machen. Ich habe kein Problem mit Seasons zu spielen, ich habe aber auch kein Problem ohne zu spielen. Ohne findet halt nicht ganz so viel Leerlauf statt.
Lass mich raten, der Landini hat im Endeffekt jetzt gerade genauso viel Leistung. Ja, wir haben gerade genau dieselbe an Leistung. Macht nichts. Weil, wie gesagt, den Landini haben wir einen Vorteil, den können wir aufrüsten. Den können wir zum Glück aufrüsten. Den Valtra nicht mehr. Ist halt dann so eine Sache. Ein Schlagloch. Da war ein Schlagloch oder sowas. Der Landini, der hat uns jetzt zwar nochmal 130.000, glaube ich, vom Feld nebenan weggebracht. Und von der neuen Drille. Aber das ist gerade so. Das ist eben gerade jetzt mal so. Ich weiß dann sowieso nicht, ob die zwei Felder hier Grasfläche werden oder die zwei oben, das lange Feld, zur Grasfläche wird. Das weiß ich noch nicht genau. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht komme ich ja auf ganz komische Gedanken und pflanze da, keine Ahnung, irgendwas anderes drauf an. Sarah fährt auf jeden Fall noch. Nicht schnell, aber sie fährt. Ist ja auch schon mal viel wert. Ey, das hat sich sogar halbwegs gereimt. Also kann es nur besser werden. Dann könnte ich aber theoretisch ihn hier wieder auf behalten lassen. Eine zentrale Gülle-Sammelstelle könnten wir uns dann auch stellen, wenn wir mit Rindern anfangen zum Beispiel. Ne, können wir nicht, ne? Oder? Ne, können wir gar nicht, glaube ich. Ja, weiß ich schon nicht, wie das funktioniert mit der Gülle-Zentrale. Mit der zentralen Gülle-Sammelstelle weiß ich halt noch nicht, wie funktioniert. Ich meine, vielleicht war das mit dem Landini jetzt auch eine Fehlentscheidung. Das wird sich aber alles rausstellen. Weil im Endeffekt hat er weniger Stunden drauf wie der Valtra jetzt. Und wir merken ja gerade beim Mähen, wir brauchen mehr Leistung davor. Und ob ich jetzt den Landini jetzt direkt davor spannen mit 190 PS oder den Valtra mit 190 PS, macht jetzt nicht so den Unterschied. Natürlich hat der Landini ein moderneres Getriebe drin, ein modernerer Motor. Alles keine Frage. Aber die Frage ist ja nicht, ob der moderner ist oder nicht. Die Frage ist, wie gut oder schlecht bringt er die Leistung rüber. Das ist ja die große Fun-Frage am Ende des Tages. Ich denke mal, mit den Landini werden wir das erste Mal sehen beim Ansehen. Da werden wir den Landini das erste Mal wirklich aktiv sehen. Weil Folge ist fast rum. Ja, Folge ist fast rum. Kann man so im Raum stehen lassen. Ich denke mal, ich lasse Sarah noch zu Ende arbeiten. Bis dahin werden wir auch wieder, denke ich, mal einen halben Tag weiter sein. Bis die fertig ist. Nee, kann ich nicht weiterarbeiten lassen. Ich muss hochladen. Weil wir haben heute Sonntag. Also muss die Folge hoch. Sollen morgen ja kommen. Ab morgen wieder kommen die Folgen. Also schau mal einfach mal.
Na, ist halt die Frage, rentiert sich das überhaupt hier reinzugucken? Oder eher nicht so, oder wohl, oder nicht, oder keine Ahnung. Ich gucke da gerne rein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch weil Modfahrzeuge hier und da mal drin sind. Haben wir noch Maschinenpflege gerade am Mähwerk. Und dann soll die Folge auch schon wieder rum sein. Böttinger. Das Novaket. Gewicht 1,1 Tonnen. Also leicht ist das Novaket ja auch nicht, ne? Der Walmit hat 8,9. Und das Butterfly hat 3,3. Sind schon ein paar Tönnchen. 1. Was habe ich gesagt? 1,1. 10,9. 14,2. 14,2 Tonnen insgesamt. Das geht eigentlich aber noch. Ja gut, auf 190 PS und Standardbereifung, ne? Damit würde ich sagen, tschüssikowski, meine Lieben.